Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zum nächsten Mystery Crochet Long Türchen. Und ich habe jetzt meine Hausaufgaben erfüllt. Ich habe jetzt zwei von den Teilen gehäkelt. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen wieder unser dunkles Garn. Also das helle brauchen wir gar nicht mehr. Und wir nehmen unser dunkles Garn und beginnen mit einem Knoten. Und häkeln jetzt Luftmaschen. Achtet darauf, unbedingt ganz, ganz locker zu häkeln. Sonst erhaltet ihr eine unschöne Form. Wie viele Luftmaschen es sind, ist eigentlich vollkommen egal. Aber wir brauchen 26 cm. So, dies sind meine 26 cm in etwa. Ja, also ihr seht hier, bis dahin geht es. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir häkeln feste Maschen, komplett zurück, die ganze Reihe. Ich steche hierbei durch das hintere Maschenglied ein, weil es schneller und bequemer geht. Ihr könnt natürlich beide Maschenglieder nehmen, aber es ist nicht unbedingt notwendig, wie ihr möchtet. So, und am Ende der Reihe folgt eine Luftmasche. Wir drehen unsere Arbeit oder wir wenden unsere Arbeit und häkeln weiterhin feste Maschen, diesmal durch die zweite Masche. Und wir nehmen nur das vordere Maschenglied, damit das Ganze locker und elastisch bleibt. Wenn wir jetzt beide Maschenglieder nehmen, würde es etwas zu fest werden. Und so bleibt es schön geschmeidig und etwas flacher. Es ist etwas flacher und elastischer. So, jetzt können wir den Faden abschneiden, durch die letzte Masche ziehen, festziehen und jetzt vernähen wir die beiden Enden. Bei dem Streifen habe ich mich dazu entschlossen, diese Seite zu vernähen, weil ich die andere Seite mit dem Streifen schöner finde und passender finde. Ihr könnt natürlich euch eine beliebige Seite aussuchen. Ja, und jetzt beginnen wir mit dem Zusammenfügen. Einige können sich vielleicht denken, schon denken, was wir machen werden. Wir nehmen jetzt diese Kreise und da habe ich jetzt schon den Faden durchgefädelt und werden jetzt mit diesem Garn die Kreise nur grob fixieren. Und zwar müsst ihr dann schauen, also wie ihr seht, ist natürlich eine Mütze, das könnt ihr euch ja schon denken, müsst ihr euch schauen, wo sich die Ohren befinden, damit ihr das idealerweise genau über die Ohren fixieren könnt. Und bei mir ist es so, dass es ungefähr 1,5 Maschen bis zu der Kante ist. Also ich habe vorher geschaut. Und der Rand sollte möglichst mittig mit dem Kreis passen. Also der Rand der Mütze sollte genau mit der Mitte übereinstimmen. Deswegen schauen wir mal, wo wir jetzt, ich drehe das mal nach oben, genau, dann kommt hier die Nadel durch. Also das ist jetzt wirklich nur grobes Fixieren. Das richtige Vernähen kommt noch. Das ist jetzt nur, dass die Teile an ihrer Position erstmal sind und nicht abhauen. Deswegen schaut auch, dass ihr den Fluss der Masche jetzt mitverfolgt, damit das nicht zu auffällig auf den Kreisen aussieht, wenn ihr das jetzt fixiert. Ja, ich denke mal, gehen noch mal durch. Nochmal hier.
mache ich jetzt hier schon meinen Knoten. Hole ich das auf diese Seite und verstecke den Faden jetzt hier, weil es besser aussieht, als wenn wir den Faden auf dem Grün natürlich verstecken. Ich meine, man sieht es jetzt schon, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. So, und wenn ihr die Kreise befestigt habt, dann nehmen wir natürlich unseren Streifen und befestigen diesen ebenfalls vorläufig. Ich nehme dazu Marker, diesmal die helleren, damit ich das besser sehe. Und achtet beim Befestigen darauf, über diese Anfangsmasche zu gehen. Dann schließen wir nämlich einfach dieses Loch und das ist später dann auch nicht mehr sichtbar. Okay, dann wollen wir das mal fixieren. Schauen wir mal, wie viel Platz wir auf jeder Seite haben. Man sollte gerade so rübergehen. Wenn ihr dann mit dem Fixieren fertig seid, können wir mit dem Vernähen beginnen. Ich habe auch schon mein Kontrastgarn und die Wollnadel. Wir vernähen zuerst den Streifen und achtet darauf unbedingt, dass er unter diesen Kreisen oder unter den Ohrmuscheln ist. Das ist ganz wichtig. Ich steche jetzt einfach von unten an. Ja, also wie man vernäht, das wisst ihr ja. Und ihr könnt euch an dieser Stelle natürlich auch entscheiden, ob ihr nur eine Naht setzt oder ob ihr zwei Nähte setzt. Ich setze zwei Nähte, weil mir das sicherer ist vom Halten her. Ich ziehe das mal ein bisschen nach unten, damit ich weiter unten anfange. So, dann mache ich jetzt mal das hier auf der Seite fest. Mir hat die Naht vom dünnen Garn ehrlich gesagt nicht gefallen und ich habe jetzt auf ein dickeres Garn gewechselt, habe doch ein Knäuel angefangen, das ist ungefähr Stärke 6 bis 8. So sieht das aus. Also den Streifen habe ich schon fertig und jetzt zeige ich euch noch, wie man die Ohren macht, also die Ohrmuscheln eher gesagt. Ich habe jetzt hier schon einen Knoten dran gemacht. Ja, also so sieht es innen aus. Es ist ein Kuddelmuddel und wenn ihr wollt, dass das Ganze verschwindet, vernäht einfach die Fäden und ihr könnt ein Vlies reinmachen. Einnähen, ja. Ansonsten bleibt das eben so. Okay, ich gehe jetzt einfach Masche für Masche durch. Ich achte jetzt eben drauf, dass ich genau die halben Stäbchen, die wir gehäkelt haben, erwische. Dann hat das auch immer einen gleichen Abstand und auch eine Gleichmäßigkeit. Und den unteren Part näht ihr auch einfach drüber, trotz dass ihr das nirgendwo befestigt. Aber das ergibt ja trotzdem unsere schöne Naht. Deswegen, auch wenn ihr nichts festmacht, einfach drüber nähen.
Ja, und das ist dann eure absolut coole Mütze, die ihr haltet, wenn ihr dem Mystery gefolgt seid. Und das ist eine Größe ungefähr 56 bis 58 cm Kopfumfang, also für einen Erwachsenen, ja, das habe ich für Chris gemacht. Davon ist nämlich ziemlich cool. Also das ist jetzt nicht irgendwie für Kinder, die gerade mal 5 Jahre alt sind. Das können auch wirklich Erwachsene tragen, weil es einfach mega geil ist. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass es bei Skatern oder so sehr gut ankommt. Snowboardern sowieso, die stehen ja total auf sowas. Ich verlinke euch auf jeden Fall noch ein Video zu einer einfachen Anleitung, wie ihr die Mütze für jeden Kopfumfang gestalten könnt. Und diese könnt ihr dann den Streifen und die Kopfhörer oder den Kopfhörer an sich könnt ihr natürlich auf jede Mütze anbringen. Und der Schirm lässt sich natürlich auch bei jeder Mütze häkeln. Ja, ich hoffe, das Mystery Crochet Along hat euch Spaß gemacht. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wenn ihr solche Mysteries auch gerne mal über das Jahr hinweg sehen wollt, also jetzt nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern wenn wir das auch sonst ab und zu mal machen sollen. Also es soll ja nicht dauerhaft werden. Ich denke mal, Anleitung bevorzugt ihr eher. Aber wenn ihr das ab und zu sehen wollt, lasst mir doch einen Kommentar da, dass ich es weiß. Und wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit an dieser Stelle. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Und wir wünschen euch auch einen ganz tollen Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.